Vorweihnachtlicher Rummel in Berlin. Ab heute nur noch für Geimpfte und Genesene. Auch in Kneipen, Kinos oder beim Friseur gilt nun 2G. Skeptisch sehen einige Weihnachtsmarktbesucher die Maßnahmen. Berlin ist ja jetzt auch dafür bekannt, dass Sachen eh nicht eingehalten werden. Haben wir da alles schon gehabt? Diese ganzen Spielereien, was haben sie denn gebracht? Gar nicht. Wenn die Leute ein bisschen vorsichtiger alle sein würden, dann würde das funktionieren. Aber so, wenn sie alle ohne Maske laufen und so, sind natürlich schwierig. Heikel die Situation an der Berliner Charité. Auf den Intensivstationen werden die Betten knapp. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach rechnet mit einem bundesweiten Klinikkollaps Anfang Dezember. Er fordert daher, Ungeimpfte sollten nur noch Zugang zu ihrem Arbeitsplatz, zu Supermärkten oder Apotheken haben. Ein Lockdown für Ungeimpfte sei möglich, so Grünen Co-Chef Habeck. 2G-Regel und Kontaktuntersagung, so wörtlich, für Nicht-Geimpfte. Die Ampel-Koalitionäre wollen das geänderte Infektionsschutzgesetz nun doch verschärfen. Das bedeutet aber auch, dass man jetzt prüfen muss, für bestimmte Berufsgruppen, gerade im Gesundheitsbereich, gerade im Pflegebereich, auch über verpflichtende Impfungen nachzudenken. Denn die Lage sei dramatisch, so Baerbock. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder fordert eine Impfpflicht für bestimmte Berufe. Ab morgen gilt in Bayern fast überall 2G, inklusive FFP2-Maskenpflicht. Außerdem will Söder Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Österreich macht das bereits ab heute vor.